So und hallo zur US-Vorbörse. Wir haben ja schon einen ganz guten Einblick, Vorgeschmack darauf bekommen, was heute in den USA passieren könnte. Jetzt zunächst einmal ein Blick nach Frankfurt zu Johanna Klade und sagt, was bislang passiert ist. Sieht ja nicht ganz so prickelnd aus im Hintergrund. Wird heute vielleicht der US-Markt ein bisschen Erleichterung schaffen? Momentan sieht es nicht danach aus, denn die Vorgaben von der Wall Street, zumindest die ersten Berechnungen, sind ja nicht gerade positiv. Und der DAX ist heute schon ein halbes Prozent im negativen Bereich gestartet. Das lag an den schlechten Vorgaben gestern aus Asien und den USA. Dementsprechend ging es erstmal nach unten. Und die Zinsangst kommt doch wieder aufs Tableau. Das heißt, die Anleger nehmen lieber Reis aus. Aktuell ist der DAX 1,4% im negativen Bereich. Wir haben ja heute den ersten Tag des Monats März. Von Frühling ist nichts zu spüren und von einem starken Börsenmonat auch nicht. Der DAX hat ja schon im Februar 5,7% verloren, ja, und es geht direkt weiter nach unten. Aus den USA ist nicht besonders viel Positives zu erwarten, zumindest im Moment. Und die DAX-Werte sind auch alle 30 an der Zahl negativ eingefärbt. Und Beiersdorf hat Zahlen geliefert. Hier hat der Ausblick deutlich enttäuscht und dementsprechend gehört Beiersdorf heute zu den schlechtesten DAX-Werten. Wollen wir mal schauen, dass wir vielleicht morgen ein bisschen mehr Glück mit den Kursen haben. Vielen Dank nach Frankfurt. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was die Kollegin schon gerade angesprochen hat. Der Dow Future minus S&P, Nasdaq Future. Wobei sich das alles so ein bisschen in Grenzen hält. Da wollen wir jetzt auch nicht übertreiben. 0,3, 0,2, 0,1% hier auf der Seite. Also noch nicht so richtig, dass man da davon sprechen müsste, dass es jetzt hier gleich vielleicht so weitergeht, wie wir es gestern gesehen hatten. Gestern war es natürlich ein ordentlicher Tritt gegens Knie, muss man so auszudrücken. Mehr als 300 Punkte, die es nach unten gegangen ist. Kommen wir mal zum ersten Chart, den wir mit dabei haben. Genau, der Bitcoin zeigt sich momentan relativ ungerührt. 10.940, also weiterhin stabil über der 10.000er-Marke. Ich habe ja bereits gestern mal angesprochen, man müsste mal so einen Strich drüber legen. Also charttechnisch dürfte der kurzfristige, ja, vielleicht sogar schon mittelfristige Abwärtstrend hier durch sein. Für was es gut ist, die Charttechnik beim Bitcoin, da geht es ja ohnehin eher darum, was denken denn die Investoren? Und ich glaube, die haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie relativ robust sind, dass sie sagen, okay, wir geben der Sache mal ordentlich Zeit. Das wird sich nicht von heute auf morgen entscheiden, welche Kryptowährung letztendlich überleben wird, und deshalb warten wir ganz einfach mal ab, was mit dem Bitcoin weiter passiert. Kommen wir zum ersten Chart. Haben wir Salesforce mit dabei, die haben sehr gute Zahlen gemeldet, einer ohnehin der größten Cloud-Anbieter und Software-as-a-Service-Anbieter. Die haben ja diesen Begriff schon geprägt, als es das noch gar nicht gab. Also Mietsoftware und das Ganze auch noch aus der Datenwolke raus. Damit hat man schon vor Jahren Microsoft richtig geärgert, und wie gesagt, schauen Sie sich den Chart an. Ist ein Wert, der eigentlich nie so richtig im Fokus steht, jedenfalls auch nicht bei den deutschen Anlegern. Aber wenn Sie sich das vergangene Jahr mal anschauen, die ist von 80 gekommen auf 120 gelaufen, also schön 50% mitgemacht, ist auch kein kleines Unternehmen mehr, ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern. Trotzdem noch sehr schöne Wachstumsraten. Der Gewinn je Aktie lag bei 35 Cent, erwartet worden waren 33 Cent, und der Umsatz ebenfalls über den Erwartungen. Das Ganze jetzt mündet dann in einem kräftigen Kursanstieg von rund 3,5%. Sollte man also mal durchaus auf die Watchlist draufpacken, um zu schauen, ob sich die Aktie vielleicht sogar noch ein bisschen weiter absetzen kann. Könnte man dann mal beim etwas schwächeren Tag dann vielleicht auch mal einsammeln in der Aufwärtstrend. Das war ganz klar, der ist weiter intakt. Netflix ebenfalls intakter Aufwärtstrend. Schauen Sie sich das an. Wie viel sind das? Ach ja, 45% seit Jahresbeginn. Ja, es gab mal den Rücksetzer, den es ja auch gegeben hat insgesamt am Markt. Der wurde sofort wieder rausgenommen, ist dann gleich nach oben durchgelaufen. Hat heute auch noch gemeldet, dass man eine Kooperation mit dem Sky-Konzern in Großbritannien abgeschlossen hat. Das Ganze soll darauf abzielen, dass man zunächst einmal in Großbritannien und in Irland auf Sky Q heißt es dort, das Premium-Angebot zu sehen sein wird und später dann auch auf den Sky-Programm unter anderem in Deutschland. Also ist nur ein weiteres Mosaiksteinchen, jetzt nicht die Meldung, die den Kurs massiv nach oben treiben wird. Wie gesagt, nur ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg dahin. Die enorme Kundenbasis, mittlerweile ja um die 117 Millionen zahlende Kunden, um diese Kundenbasis auch weiter steigern zu können und noch eine größere Marktdurchdringung zu erreichen. Also Top-Wert. Würde ich auf dem aktuellen Niveau noch einsteigen?
Ich glaube momentan eher nicht. Nichtsdestotrotz, wer dabei ist, Gewinne laufen lassen und den Stopp ganz einfach immer nachziehen. So, haben wir noch 3D-Systems. Die haben wir schon ewig nicht mehr dabei gehabt. Hatte auch einen ganz guten Grund. Hat sich halt alles nicht so entwickelt, wie es der Konzern erwartet hatte, wie man es vielleicht auch insgesamt für die 3D-Druckbranche hätte erwarten können. Sie sehen es. Hier war nochmal ordentlich Fantasie drin. Ich glaube, das korrespondierte auch mit doch sehr ordentlichen Quartalszahlen, die wir gesehen hatten. Aber dann fingen die Probleme an. Es kam Kritik auf, dass es nicht richtig laufen würde. Und dann musste auch irgendwann noch 3D-Systems sagen, oh, wir müssen unsere Bilanz nochmal nachschauen. Da passen offensichtlich einige Dinge nicht. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Anleger sich zurückgezogen haben, währenddem der Restmarkt nach oben gelaufen ist. Und dann haben wir hier die schöne Bodenbildung. Weshalb ist jetzt 14% nach oben geht, hat einen ganz einfachen Grund. 3D Systems hat gestern Vorabzahlen, also Eckpunkte für die Quartalszahlen genannt, hat gleichzeitig gesagt, okay, das, was wir euch schuldig waren mit der Bilanzierung, das werden wir jetzt Mitte März nachliefern. Wir werden dann mal schauen, wie wir das neu zu bewerten haben. Wir können jetzt aber schon sagen, dass der Gewinn bereinigt um Sondereffekte bei etwa 3 bis 5 Cent liegen wird und da waren erwartet worden 1 Cent und der Umsatz dürfte bei 176 bis 178 Millionen Dollar rauslaufen und da waren erwartet worden 162 Millionen Dollar. Also insgesamt eine sehr interessante Situation jetzt für 3D-Systems. Extrem niedrige Erwartungshaltung gewesen. Jetzt haben sie überraschen können, haben auch gleich mal ein ordentliches Pfund beim Umsatz noch draufgelegt, was ja zeigt, offensichtlich ist die Nachfrage doch wieder angesprungen nach den entsprechenden Services und die Aktie schießt gleich mal um 14% nach oben. Sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Noch ist es vielleicht auch für einen Einstieg ein bisschen zu früh, aber die Aktie könnte jetzt vielleicht mal so wieder in Richtung der 13, vielleicht 14 Dollar Marke tatsächlich laufen. Ganz wichtig wäre es, wenn man hier so diese Marke rausnehmen würde, denn dann hätte man ja so eine kleine Bodenbildung erstmal abgeschlossen und das würde sicherlich noch den einen oder anderen Trader in den Titel reinziehen. Jetzt haben wir noch mal einen Blick. Ja, sieht genauso aus wie vorhin, als wir noch die Kollegin Jana Klar mit im Bild hatten. 5 Pünktchen draufgelegt. Warten wir mal, was die Amerikaner heute noch draus machen werden. Morgen früh sind wir dann schlauer. Wir melden uns dann natürlich auch an gleicher Stelle. Hoffen, dass Sie dabei sind. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse.